Hier ist nochmal Rosemarie Engel. Und zwar aus dem Grund, weil ich immer noch lachen muss über das, was vor ein paar Minuten passiert ist. Es war ja so, ich hatte ja heute Morgen schon dieses Video über die Leichtigkeit gemacht und kam eigentlich total ausgehungert und ja, müde zurück. Und wollte eigentlich nur noch was essen und ins Bett. Und dann kam so die Engel hier so einfordern. Ne? Also diese Karte bedeutet ja einfordern. Und das war so richtig so wie so ein Streitgespräch. Also wenn man es so sehen könnte. Ne? So, mach jetzt das Video. Ich habe aber jetzt Hunger. Mach jetzt das Video. Ja, gleich. Nee, jetzt. Ne, so ging das die ganze Zeit. Und wir haben ja echt keine Ruhe gelassen, bis ich dann tatsächlich hochgegangen bin, um zu den Karten, um halt dieses Video zu machen. Und ich meine, ich lache mich ja öfter über die Engel kaputt, weil die haben ja so einen besonderen Humor. Das ging mal darum, sie sollten mir was buchstabieren, um es mir zu bestätigen, ob das jetzt richtig ist, was ich so denke. Und dann haben sie mir das rückwärts buchstabiert. Ne? Kam erst das letzte, der letzte Buchstabe und dann am Schluss kam der erste. Ja, also so ist halt der Humor von den Engeln. Also ich, wie gesagt, ich lache mich öfter kaputt. Ich wollte jetzt auch nochmal auf das Gespräch kommen. Wie ich denn eigentlich immer so die Karten auswähle. Ne? Also ich würde ja gerne mit den Delfinen und Meerjungfrauen und mit den Einhörnern Videos machen, aber das ist halt nicht wirklich so, dass ich das mir aussuchen kann. Ne? Das ist schon so, dass ich dann, wie halt heute Morgen, ne, wo ich dann die eine Karte eigentlich von den Erzengeln gesucht habe, aber mir ist vorhin eingefallen, ich habe das Erzengeldeck meiner Schwester geschenkt, weil ich hatte es nur in Englisch und konnte nicht lesen. Also zu der Zeit musste ich noch lesen, was die Karten bedeuten und deswegen hatte ich ihr die geschenkt. Ja, ist so. Wenn es zu mir kommen soll, dann wird es noch kommen. Und wenn nicht, dann reichen die Kartendecks, die ich habe. Ich habe ja auch ein paar. Also ich habe ja auch noch, noch ganz andere, also Orakel und Naturwesen und so. Also ich habe da schon einiges gesammelt, weil ich immer wieder Antworten gesucht habe. Ja, das wollte ich nur mal sagen. Mal so, ich meine, wer selber in Verbindung steht, der kennt das. Dann hat man, auch wenn er jetzt, manchmal ist es ja was ganz anderes. Bei mir ist es ja wirklich, dass sie mir dann Druck machen, dass sie mir keine Ruhe lassen und dauernd da mit mir reden. Und bei manchen ist das dann halt irgendwie ein Druck oder ein Gefühl, das muss jetzt unbedingt gemacht werden oder so, ne? Und, ja, man sollte dem nachgehen, ne? Weil die fordern das ein. Die fordern ein, was zu machen ist. Ja, dann nochmal mit dem Engel für euch alles Gute. Dieser Engel bedeutet nämlich, du bist etwas Besonderes. Und denk immer dran, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Lass es dir gut gehen und mach was Schönes. So, dass du Freude empfindest. Bis bald!